wonder this whole town's in therapy. Oh, you're human, you bitch! Yeah, yeah, yeah! Oh yeah, yeah! Oh yeah, give me more, give me more! Herzlich willkommen zurück zu... Oh, she still looks too good! I want the prisoner of war shot! That's where the big zeros are! Let's play GTA 5! Beverly, this one's mine! Oh no, no, it's that bottom feeder Madison! Shit, he's getting the money shots! Where's your dignity, man? Forget Miranda! We can't let him steal my exclusive! Get alongside him! I'll knock the weasel off! Wir sind gerade mit so einem total verrückten Fotografen unterwegs, der hier so ein paar Nacktbilder von der haben wollte. Von ihrer alternden Muschi oder sowas, meint er. Und ich dachte, was der für eine Scheiße labert. Das muss ich euch zeigen, auf jeden Fall. So, jetzt hat anscheinend irgendwer anders uns die Fotos geklaut. Gib ihm, Junge, los! Oh. Ich nehme das hier übrigens auch nach. Also kommentiere das hier nach, alles. Gib ihm! Ah, fuck. Und Scum! Ja, ich dachte mir, in dieser Mission, die wollte ich eigentlich nur so nebenbei machen. Ich wusste nicht, dass sie so geil ist, damit so einem verrückten Charakter hier beginnt, beziehungsweise ist. Und ja, los! Gib ihm das Battle unter Fotografen, glaube ich. Das Battle. Zack! So, geschafft. Oh yeah, I downloaded your pictures to the fucking road, Madison! Now grow up and get a boy's name. Okay, buddy, let's get out of here. I'm already late for another stakeout. Alles klar, so. Ja, in der letzten Folge haben wir den Juwelier überfallen natürlich. There's a small parking lot by the Cafe Redemption Courtyard in Morningwood. Drop me there and you can keep the bike because I look after my people. Look after your people? Man, I know when a ride is hot. If this is your bike, then I'm the fucking Pope, dog. Okay, okay. Don't ruin the vibe. Don't ruin the vibe. I think I got a decent shot of Miranda back there. So we splitting what you get for the photo, 50-50, right? Yeah, well, I kind of thought the bike would cover your share. I mean, I did do all the work. Glaube ich jetzt nicht wirklich, aber... Look, keep on making the world a better place, you hear me? Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Collins' muff hanging or if she getting banged out by some second-rate director. They need to know everything, from crow's feet to camel toes. Hey, 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 come by the manor next week. We'll continue the search for the truth. Look, don't wait around for me, homie. Oh, I'm waiting for you, homie. Alles klar, boah, der Charakter war so bekloppt. Da ist sogar Beverly. Ja, in der letzten Folge haben wir den Juwelier überfallen, haben dort ziemlich viel Geld gescheffelt. Das Geld muss natürlich erst gescheffelt werden, gewaschen. Gewaschen, meine ich natürlich. Ach, du Kacke, was mache ich denn da? Oh, ich glaube, da habe ich einmal kurz nicht aufgepasst. Fuck this shit. Dachte mir auch, ey, scheiß drauf. Kein Bock mehr auf Motorrad. Taxi! Damit wir schnell zu Michael kommen, denn ich wollte ja mit Michael ein bisschen abfeiern. Das habe ich gerade nur auf den Weg gemacht, die Mission. Denn auf das Geld, da muss man ordentlich einen trinken. So richtig die Kante geben, ey. Boah, so richtig wegballern. So krass, wie viel Geld die wahrscheinlich gemacht haben. Ich glaube, Michael und Franklin haben irgendwie, weiß ich nicht, 50.000 und Michael 1.000. 100.000? Weiß ich gar nicht. Sehen wir wahrscheinlich auch erst später. Ich bin ja erst noch total armer Schlucker mit 1.400 Dollar. Tch, so wenig, so. Dann mal schauen, was Michael so für Zeug dabei hat. Zum Trinken meine ich natürlich. Oh, hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew. Cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Yeah, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about.
Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. And this other guy runs out of the shop, pushes me over, and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Pablo Ramos makes $28 million. Trevor, baby, you want to smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor! You been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't make it right. Johnny, leave it. The crystal has got us, babe, but that don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor, I'm talking to you, motherfucker. Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. Cowboy, hey, I know, hey, come on. I don't mean nothing by it, man. I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Fucking shit! Cut! Who the fuck are you speaking to? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait! Fuck! Alter! Now, we gotta speak to Johnny's recently bereaved brothers. Wir haben Johnny aus The Lost and Damned geplättet. Zieht euch das mal rein. Einer der härtesten Charaktere aus GTA 4 macht Trevor ganz am Anfang platt. Einfach so. Mit dem Schuh. Mit seinem Schuh. Dreh ich echt komplett. Ich dreh komplett weg. Aber das kann ich immer noch nicht fassen, obwohl ich das jetzt hier nochmal gesehen habe. Weil ich ja hier nachkommentiere, falls ihr es vercheckt habt. Aber das geht einfach nicht. Wie heftig der Charakter vorgestellt wird, ist einfach nur unglaublich. This ghost I saw. His name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Find him. Really? My cousin's there, but I don't... Find him, Wade! Does this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert, and then quiet down that bitch Ashley you was in, then they don't need to find out about it. You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I wasn't disrespecting. I was just saying we should kill her. You called her a bitch. Ain't you got a mother? Everyone got mothers, at least one. At least one. Und dann treffen wir noch auf seine, weiß ich nicht, Verwandten oder seine Freunde, die total behämmert sind anscheinend im Kopf. Total Deppen. Krass, ey. So krass. So krass, wie er vorgestellt wird. Muss ich nachher nochmal analysieren. Jetzt müssen wir anscheinend Johnnys Gangbrüder ausschalten. Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messin' with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that?
Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy! Bullshit! Oh, I like it, denial! That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit! Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies! Wie er die Lost einfach nur total in früher waren die The Lost einfach die härteste Gang in Liberty City und jetzt hier verpieseln die sich einfach so. Na okay, Johnny ist ja jetzt auch der neue Anführer, aber trotzdem. Shut up, Ron. Well, did you see the look on their faces? We scared them, didn't we? Yeah, thank fuck they didn't make you for the harmless idiots you are. You need some seatbelts back here, or straps, or something. I only keep things in the back I don't mind losing. Oh. So, mit der, wir haben auch hier noch eine Pistole, das ist mega behindert. So, jetzt haben wir es mal geschafft. Now we follow the van back. Mega krass, ey. Taking out all the bikers' disco, boss. I mean, there'll be some by that airstrip and some over, you know, by that. If not today, their time will soon be upon them. I did. Just 10 minutes ago, at the end of my penis. Die Ansage, die war so krass geil. We might be able to jump across there. Also er ist nicht nur unberechenbar. Er hat auch eine flinke Zunge, das mag ich eigentlich bei Charakteren. Aber dass er so krass ausrasten kann, einfach nur weil er ihn angemacht hat und dann sich entschuldigt hat, nimmt er seinen Fuß und macht ihm die Birne platt. Richtig krass. I got a feeling, yeah, but we gotta make sure. Once you know, you can drop me and Wade at the trailer. Maybe bring Chef to finish them. We do this now, Ron, all of us. Shouldn't these bikers be on bikes? I seen some too fat to ride. Can't get their big old gut over the handlebars. But if they're in a van, ain't they vanners? Vanners? I'll make my own lost MC colors out of this prick's leather. Ja, den werden wir die Lederjacken abziehen, ey. Und uns dann die Wand voll machen. You did it, Trevor! They're stopping! Aha, hier ist deren Unterschlupf. Hold the perimeter, fuckwits. Daddy's going to work. Daddy's going to work. Alles klar, so. Ohne irgendwelchen Schutz, nur mit unserer Schrot, gehen wir derbe ins Battle rein und aktivieren unsere Spezialfähigkeit. Berserker-Modus hier anscheinend. Und ballern alles platt. Oh, schon wieder leer. Lädt sich aber anscheinend auf, wenn wir Schaden nehmen. Ach, da steht es auch nochmal. Ziele ausschalten oder... Oh, wenn ich Kopftreffer mache. Geil. Los, verpisst euch. Boah, wie heftig. Wir einfach nur wegballern. Und nur in einem T-Shirt. Einfach so derbe Badass reingehen. Entweder hat er keine Angst vor dem Tod oder er ist einfach total bescheuert. Oder beides. Gib ihn, Trevor. Oh, da vorne nochmal hier was explodieren lassen. Geil. Und dem geben wir auch. Zack. I'm fucking you. I'm fucking you. Oh, jetzt kommt da natürlich ein bisschen mehr. Ich sollte mich dann doch nochmal verstecken. Wow. Wow. Gib ihn. Da ist auch noch einer. Regroup. Wiping out my whole customer base. Ach, und die hat er die ganze Zeit versorgt anscheinend mit irgendwas, mit Crystal oder so. Check ich nicht ganz, aber okay. So, wir haben nur die Schrot und die Pistole. Ah, ist ja langweilig. Oh, fuck, da sind noch mehr. Da vorne. Gib ihn! Zack, mit einem Schuss weg. Boah. Das heißt, kein Gastank, das habe ich dann auch erfahren, nachdem ich darauf geschossen habe. So, da oben lungert noch einer rum.
Hey! I don't like clubs! Oh, bam! Krass! Den gebe ich auch nochmal. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist nur, warum The Lost hier nach Los Santos gekommen sind. An die Westküste. Die waren doch vorher an der Ostküste. Yeah, baby. Let's have some fun. So, irgendwie habe ich nicht gecheckt, dass die blinkenden Teile da... Das heißt, dass man die optional machen kann. Ich wollte eigentlich alle abballern, aber mir dann gedacht, hä, was ist mit denen denn los? Ach, die sind geflüchtet. Jetzt check ich das. Okay. Und bin dann direkt zum Van zurückgelaufen. Oder zu dem Buggy. Was auch immer das ist, was wir fahren. Boah, wie krank der ist. Total ästlich durchgeschwitzt. Alle Klamotten schmutzig. Boah. Ist einfach nur ein Tier. Unberechenbar. Boah. I said go find a fucking ghost in Los Santos, all right? You looking for motivation? Den lassen wir erstmal hier stehen. Sticky bomb. So, bringen wir erstmal den Kumpel von uns weg hier. We're dropping in on Ortega. He has Tekkas? That makes me nervous. Ah, don't be nervous, nervous Ron. He'll be fine with the takeover. Takeover? Trevor, we don't need to. Now the bikers are gone. It's just us. He has Tekkas and the O'Neills. The market's big enough. This Chinese contact's gonna buy Crystal fast as we can cook it. Here he is. Let's wake him up. What? With the truck? No, come on. Ortega runs the whole county. Nicht mehr. Oh, jetzt geht's. Gib mal den Kragen, los! Zack! So krass, ey. Gib ihm, das ist mein Gebiet hier. Verpiss dich. What the fuck, Trevor? This is the fuck, my soggy friend. You are out of business. The Lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going. Saying something don't make it true. Tja, da muss ich wohl irgendwas machen, ne? It's only out of professional respect. The Aztecas is an international enterprise. Okay, klar. I'll go away, man. Ehrlich nicht? But my people... Tja, dann müssen wir dem mal zeigen, was wir drauf haben. Den Angst einjagen. Vielleicht auch beides. Ja. Nö. So, um ein bisschen seinen Charakter nachzuempfinden, habe ich ihn einfach nochmal richtig penetriert mit den Kugeln. Verdammtes Arschloch. Nee, also das ist ziemlich krank. Ich muss mich da noch ein bisschen reinfühlen in seinen Charakter. Ob er wirklich so hart drauf ist, wie er hier in der ersten Szene gezeigt wird, das kann ja nicht sein, oder? Also, wir reden ja eh nicht von normalen Menschen hier im Spiel, also... können wir gleich den Satz vergessen. Moment. I'm cranked on speed most of the time, but I'm productivity personified. You sure achieved a lot today. It was time to put my affairs in order. You going somewhere? As soon as I find that specter. Alter. That specter on the TV, Michael Townley. Is your buddy you said got shot, right? You guys used to run together. Yeah, that's him. My best pal. I thought he was dead. You're catching on fast. Yeah, the fucking ghost I've been talking about. He's alive? He's walking and he's talking. He's sticking up joints, so I guess, yeah, that makes him alive, don't it? And how you know it's him? It's his M.O. And it's the same corny shit he was spewing 10 years back. This could be a trap, Trevor. What if someone wants you to think he's alive? I was fooled when I thought he was dead. I ain't fooled now. Michael Townley lives and breathes. He's in Los Santos and he's got some explaining to do. They could be trying to draw you out into the open.
That's a conspiracy theory too far, even for you, Ronald. Really? Well, anyway, it seems like a shame for you to be going just as TP Industries is finding its feet. I'll do what I can to put the business on its path before I depart. Get out of the car, Ron. I need time to think. Run! So, das ist Trevors Unterschlupf. Du kannst Fahrzeuge speichern, bla bla bla. Eigentlich das gleiche Glaber wie sonst auch. Townley. Tja, den Namen kennen wir nicht, aber Michael, ja. Michael heißt ja jetzt DeSanta, glaube ich. Ah, dann gibt es ja noch einige Sachen zu klären zwischen ihm und Michael. Warum hat Michael denn vorgegeben, sich tot zu sein, meine ich, ihm gegenüber? Wenn die besten Kumpels waren. Ich habe da gedacht, der wird ins Waschbecken pinkeln. Ganz ehrlich, hätte ich ihm auch zugetraut. So, bestanden. Mr. Phillips. Keine Überlebenden. Ja, das habe ich da erst gecheckt, dass das die Blinkenden da vorhin, dass ich die auch noch hätte töten können. Egal. Machen wir beim nächsten Mal. Keine Überlebenden. Seine Bude sieht auch super gut aus, muss ich bemerken. Tattoo-Stühle sind verfügbar bei... Hol dir ein paar neue Verzierungen für deine Haut. Ja, der steht anscheinend auf jeden Scheiß. Speak. You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you, and you know how I feel about that. Now I have to discipline you. Wie er die unter Kontrolle hat, wie so ein Drogenboss in Unschick. In richtig abgefrackt. In richtig mega dreckig und voll und nach Scheiße stinkend. Und wahrscheinlich noch nach... Oh, nee, das sage ich nicht. Das ist zu pervers. ich will hier, wenn kleinere Leute nicht... Kleinere Leute, sage ich übrigens zu Kindern. Wenn kleinere Leute, Jugendliche zu gucken, will ich nicht zu heftige Sachen sagen. In Bezug auf Sex oder sowas. So, wir besaufen uns erstmal noch ein bisschen, habe ich mir da gedacht. Och, wieso nicht noch eins? Guck, wie ihr wieder die wegäxt. Drei Bier von dem Pisswasser, ey. Schmeckt wahrscheinlich wie Warsteiner. Nee, nicht wie Warsteiner, wie Oettinger oder Paderborner, ey. Krass. So ein Scheiß würde ich nie trinken. Okay, hab ich schon, aber schmeckt wirklich wie Arsch. Zack. Wunderbar. Der Charakter, der ist immer noch so ein bisschen ein Rätsel für mich. Ich weiß nicht, ob die einfach nur so einen dicken Kontrast haben wollten zu Michael und Franklin. So ein richtigen Badass, der wirklich jeden Scheiß macht, der überall rumvögelt, Drogen nimmt. Wahrscheinlich total dreckig ist und die ganze Bude versaut ist und richtiges Landei ist. Naja, nicht richtiges Landei, aber ihr wisst ja, so wie ich das meine. Und ja, deswegen müssen wir den Charakter noch ein bisschen studieren, bevor ich eine richtige Analyse geben kann. Aber jetzt am Anfang finde ich es ein bisschen aufgedrungen, diese Härte oder diese Badass-Mäßigkeit von ihm. Weil Johnny einfach der Hauptcharakter von einem DLC war bei GTA 4. Es kann nicht sein, dass der einfach so weggeprügelt wurde von Trevor, von einem neuen Charakter. Ich meine, das ist ganz ehrlich, ich gucke jetzt gerade noch ein bisschen die Klamotten an. Ganz ehrlich, ist ein bisschen aufgezwungen, finde ich jetzt. So ein bisschen. Um einen neuen Charakter zu zeigen. Weil es ist auf jeden Fall mega geil gemacht, muss ich sagen. So, wir nehmen mal lieber das weiße Shirt und solche komischen Schuhe. Guckt euch mal die Schwuchtelstiefeletten an. So, an Brillen hat er nur so eine Pilotenbrille. Brauchen wir aber nicht unbedingt. So sieht er auch scheiße genug aus. Yo. Mal schauen, was wir jetzt so in der nächsten Folge machen können. Wenn euch die Folge dann hier schon mal gefallen hat, dann drückt doch auf Daumen hoch. Das fände ich echt geil. Und in der nächsten Folge werden wir weitermachen mit unserer Trevor-Analyse. So werde ich das Let's Play jetzt nennen. Analyse von Trevor. Er hat übrigens ziemlich gute Werte im Fliegen, muss man bemerken. Mal gucken, was wir dann später noch machen können. Und ja. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ja, die anderen beiden sind untergetaucht, deswegen können wir noch nicht zu denen wechseln. Mal schauen, ob Trevor die aufspüren kann. Wir sehen uns dann... Der geht nicht durchs Tor, sondern über dem Zaun, ja. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, tschüss.